Hallo und herzlich willkommen zu unserem Donnerstag-Sportflash-Fußball-Vlog. Diesmal natürlich wieder voll im Europapokal-Feeling. Ja, Marc hat ja da sozusagen schon dienstags mit angefangen mit seinen Real Madrid-Jungs oder auch Benzema gegen Manchester City. Ein, muss man schon sagen, sehr, sehr cooles Fußballspiel. Also für ein Champions League-Halbfinale war ich doch sehr, sehr überrascht. Ja, also ich würde mal jetzt sagen, es war Werbung für den Fußball. Also wer davor nicht sich für Fußball begeistern konnte, hätte sich das Spiel einfach nur angucken sollen. Und ich glaube, danach hätte er wenigstens gesagt, ah ja, kann man sich mal 90 Minuten antun. Ja, war eine sehr, sehr offene Partie, fand ich. Also auch ein sehr offener Schlagabtausch, gar nicht so taktisch, wie man es eigentlich kennt. Mit also ja dann auch wirklich unheimlich vielen Toren sehen und ja mit 7 Toren auch unheimlich vielen Toren. Und natürlich eigentlich, wenn man es ehrlich ist, eigentlich, ich fand, City war schon besser. Aber jetzt eigentlich mit einem einzigen Tor nach Bernabeu zu kommen, das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Im Rückspiel. Ja. Und, A, es ist erwähnt, sie haben zu Hause gespielt. B, es ist eine Mannschaft von Pep Guardiola. Da erwarte ich dann schon, dass sie das Spiel auch selbst gegen eine Mannschaft wie Real probieren, an sich zu reißen, zu bestimmen. Sie hatten auch die Chancen, um, muss man ganz ehrlich zugeben, um höher in Führung zu gehen. Aber am Ende des Tages ist es dann doch Real Madrid. Auch wenn sie die ersten 15 Minuten nicht mit auf dem Platz waren, als sie sich dann doch eingefunden hatten, finde ich, war das Spiel relativ ausgeglichen. Und du hast einfach mal gesehen, wie effektiv Real Madrid spielen kann. Das wollte ich gerade sagen. Im Prinzip, du hast die Effektivität unheimlich gesehen. Also sagen wir mal so, die Vielzahl der Chancen war schon auf Manchester Seite. Aber sie haben es auch teilweise ja entweder nicht wirklich sauber ausgespielt oder auch ja, nur relativ kläglich vergeben. Also ich fand, da war einfach Madrid viel, viel effektiver und auch viel zielstrebiger vor dem Tor. Ja, das, wie gesagt, die alten Herren bei Real Madrid, die müssen ja auch nicht mehr 80% Ballbesitz haben. Ja. So einfach. Hauptsache, es reicht, wenn wir vorne den Ball kriegen, dann kann man auch reinmachen, ja. Ja, und dann hast du halt vorne halt wirklich einen Benzema, der einfach momentan in der Form seines Lebens ist. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mal so getroffen hat. Also er war ja schon immer ein torgefährlicher Stürmer. Aber also diese Torgefahr, die er in der Saison ausstrahlt, kann ich mich nicht jetzt erinnern, dass er das also im Madrilen-Trikot war. Also er ist muss man vielleicht einfach mal sagen, er ist ja jetzt schon sehr, sehr lange bei Real Madrid, aber er war davor ja nie der Zentrumstürmer bei Real, sondern da tummelte sich ein Herr Ronaldo und dem hat er zugearbeitet. Und jetzt ist es wirklich so, dass er der Zentrumstürmer ist, auf den das ganze Spiel fokussiert ist, auf den, sage ich mal, die zwei eher offensiv gedachten Mittelfeldspieler, Modric und auch Kroos, probieren zu spielen, beziehungsweise aber auch die beiden Flügelspieler probieren, ihn immer in Szene zu setzen. Die schießen zwar selber auch Tore und sind auch torgefährlich, aber sie probieren schon, über Benzema zu gehen. Und jetzt siehst du einfach, was er ja für einen Wert, für eine Kaltschnäuzigkeit, für eine Technik, für eine Gefahr, links, rechts, Kopf mit sich bringt. Und das hätte er, glaube ich, auch schon Jahre davor haben können. Nur das Problem ist, wenn du natürlich einen Cristiano Ronaldo neben dir hast, dann bist du eher derjenige, der Cristiano Ronaldo anzuspielen hat, als 30 Tore in der Saison selber zu machen. Ja, da ist deine Jobrolle halt eine andere, ja. Das muss man halt auch wieder sagen, das ist halt eine Rolle, wenn man in einem absoluten europäischen Spitzenclub spielt, muss man sich der unterordnen oder man ist halt falsch im Verein, beziehungsweise dann halt nicht sehr lange im Verein. Ja, wie gesagt, es gibt Fußballer, es gibt sehr gute Fußballer und dann gibt es so die genannten Stars.
Und es muss dann auch klar kommuniziert sein, dass das unser Star ist und dem habt ihr euch unterzufügen, egal wie gut ihr seid. Und das war bei Real so und ich meine, am Ende des Tages hatten sie auch recht Ja. mit den Champions League-Siegen, dass sie es so gemacht haben. Und jetzt ist es halt so, Ronaldo ist nicht mehr. Für viele, sage ich mal, ist es höchstwahrscheinlich auch der letzte Aufgalopp. Ich meine, guck dir Modric an, guck dir auch Kroos an, guck dir auch Benzema selber an. Die sind jetzt nicht mehr gerade taufrisch. Ja. Und deswegen wird da alles investiert. Dann haben sie, finde ich, auf der Trainerbank mit Ancelotti, glaube ich, auch einen echten Mister. Und ja, deswegen, das Rückspiel wird interessant. Und ich persönlich hoffe natürlich, das Rückspiel wird so, wie man es erwarten darf. Tschüss, Guardiola. Ja, wäre natürlich auch ein klasse Finale, weil auf der anderen Seite muss man sagen, deutet sich ja doch sehr, sehr viel auf Liverpool hin. Also ich glaube nicht, dass Villarreal in der Lage ist, zwei Tore gegen die daheim zu schießen, ohne eins zu fangen. Also Auch da, wie gesagt, würde ich jetzt auch noch nicht so das präzise sagen. Natürlich ist Liverpool jetzt im Vorteil, aber zum Beispiel, du hast auch bei dem Spiel gestern gesehen, weil sich ja, sage ich mal, in den deutschen Medien alle so ja, despektierlich über den FC Bayern jetzt geäußert haben, so, dass sie im Endeffekt gegen den Underdog, gegen eine Mannschaft, die ja kaum Fußball spielen kann, dass sie da ja ausgeschieden sind. Wenn du dir das Spiel mal gestern taktisch angeguckt hast, Liverpool hat sich genauso schwer getan wie der FC Bayern. ja, wenn Also, man die erste Halbzeit sieht, das war genauso. Das war relativ ideenlos. ja, und Die Spanier haben sehr, sehr diszipliniert gestanden, sehr gut die Räume zugeschaltet. Die zwei Ketten haben wunderbar verschoben. Also für Freunde der Defensivtaktik war das natürlich wieder Augenweide. ja, und das ist dann so der Punkt. Also ja, ich meine, das, was über den FC Bayern geschrieben wurde, da nachdem sie ausgeschieden sind, sollte man vielleicht dann hier und da vielleicht auch doch nochmal revidieren, weil das ist keine Gurkentruppe, die sie da ge gehabt haben, Also, sondern Villarreal ist Villarreal. Und die können schon kicken und die haben auch gute Spiele und die haben ihr System und dieses System spielen sie gut bis perfekt. Und natürlich müssen sie es jetzt im Rückspiel öffnen. Aber auch da kommt hinzu, das wird auch für Liverpool ein unangenehmes Stadion sein, mit unangenehmen Fans. ja. Ja, gut, wenn du dann 1-0 in Rückstand gerätst, dann ist es nur noch dieses berühmte eine Tor. Ja. Aber ja, sagen wir mal so, ich habe trotzdem das Gefühl, weil ich also auch wirklich das Gefühl habe, dass Liverpool in ihrer Struktur sehr, sehr viel gefestigt sind. Und dieses schnelle Umschaltspiel, gerade über ihre drei Schnellen vorne, ist natürlich auch saugefährlich, wenn sie Platz kriegen. Das hast du ja dann auch wirklich gesehen, in dem Moment, wo das Tor gefallen ist, etwas mehr Platz da war, wurde auch Liverpool deutlich gefährlicher. Definitiv, aber trotzdem. Ich glaube auch, dass Liverpool im Vorteil ist, aber ich würde trotzdem immer noch sagen, warten wir es mal ab, weil das kann auch bös nach hinten losgehen gegen Wie Villarreal. gesagt, ich habe das Hinspiel gegen die Bayern noch in Erinnerung, dass die Villarreal nur 1-0 gewonnen haben, muss man da sagen, denn da waren wirklich Chancen für 2, 3, 4 dabei. Ja. Wenn das so ähnlich läuft, dann haben sie eine reale Chance. Also, Ja, wie und ich gesagt, ich meine, man verstehe auch sollte nicht auch nicht. diese Kritik an den FC Bayern. Gut, man ist ausgeschieden, vielleicht gegen den vermeintlichen Underdog, weil der Name jetzt nicht so riesig ist. Aber wenn man sich mal die Vita von Villarreal anguckt, Ja, vor allem, Sie haben in der Runde davor haben Sie relativ leicht Juventus Turin rausgekickt. und wie gesagt, Also keinerlei Kundschaft. Also. Sie kommen als amtierender Europapokalsieger von der Euroleague. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und den gewinnst du ja auch nicht im Vorbeilaufen. Ja gut, wir schon, aber die anderen halt nicht. Nicht, ja gut. Schauen wir mal. Gut. Ich beziehe mich voll auf deinen Vater immer noch. Ja, ich auch. Wie gesagt, ich würd mich auch tierisch darüber freuen, logischerweise. Gut, aber schauen wir erstmal aufs andere Spiel. Es ist ja endlich, man kann ja wirklich sagen, endlich mal wieder seit langer Zeit so, dass auch in der Euroleague zwei deutsche Mannschaften wieder mal im Halbfinale vertreten sind. Und auch Leipzig
hat gegen die Glasgow Rangers, ja, ich glaube schon ein Stück Arbeit vor sich. Glaube ich auch. Also, ich glaube, das ist eine 50-50-Sache. Ja, ich würde also, schon ein bisschen Leipzig einen Vorteil geben, weil sie fußballerisch stärker sind. Aber, ja, aber das musst du, aber das ist für schottische Mannschaften uninteressant, ob du fußballerisch stärker bist. Also, erinnere dich zurück, Dortmund würde ich auch als fußballerisch stärker einstufen als Glasgow und sie haben richtig einen abbekommen. Gut, da hat es meiner Meinung nach auch nicht ganz, ganz an der Einstellung geschwind bei Dortmund. Die haben es zu leicht genommen. Aber das glaube ich jetzt bei Leipzig nicht. Denn also, wie gesagt, du stehst im Halbfinale. Interessant wird es, die rechnen ja mit 7000 Schotten im Stadion. Also sprich, da wird ordentlich Rabatz Richtung Glasgow gemacht werden. So. Wie gesagt, am Ende des Tages glaube ich, dass beide Spiele lautstärkentechnisch Heimspiele für Glasgow werden. Ja, in Glasgow eh, also ich glaube, also Ibrox Park. Ja, in Glasgow sowieso, aber. Also da das war ich glaube, selbst da haben die Schwierigkeiten, die Jungs auch nur halbwegs Paroli bieten zu können. Also deshalb, also da rechne ich jetzt auch nicht wirklich mit. So, und ansonsten nochmal, für mich ist das eine 50-50-Sache, so wie das viele sehen, so in der Richtung, dass Leipzig da irgendwie ein einfaches Los bekommen hat. Niemals. Niemals. Guck dir den Weg von den Rangers an. Ich glaube, da hat jeder gesagt, das ist das einfachste Los und wer steht im Halbfinale? Die Rangers. Also. Eben, so deswegen. Ich glaube, die spielerischen Elemente werden bei Leipzig liegen. Aber ich glaube, Motivation, Einsatz, Kampfeswille, Standardgefahr wird bei Glasgow liegen. Ja, so einfach. Ja gut, die Frage ist halt, sagen wir mal, wie Leipzig die Sache auch taktisch angeht. Denn also ich würde schon sagen, sie müssten es eigentlich daheim gewinnen, denn also in Schottland wird es sehr, sehr schwer. Ja. Es wäre hilfreich, wenn sie zu Hause gewinnen würden. So. Ja, gut, also wie gesagt, mit der neuen Regelung ist ja mittlerweile Sieg wesentlich mehr wert. Also dieses taktisch Geschiebe auf Toren interessiert ja eigentlich jetzt wieder keinen. Ja. Weil mit dem Unentschieden hast du eigentlich, wie gesagt, dieses eine einzigste Endspiel dann in Schottland. Oder im Prinzip, wenn wir das andere Spiel natürlich dazu zählen, also oder dann bei unserer Seite in Frankfurt. Das ist natürlich dann sehr, sehr enge Sache. Deshalb würde ich schon hoffen, dass Leipzig vorliegt. Mal gucken, ob sie es hinkriegen. Ja, dann sind wir ja auch schon bei uns. West Ham. Ach so, ja. Ja, hatte ich schon Haken dran. Sorry. Ja, so ganz so. Ich befürchte, das ganze Spiel wird viel unangenehmer. Ich hoffe, wie gesagt, dass da jetzt nicht so viele, also auch in der Mannschaft, mit dem Kopf, wir haben Barcelona rausgehauen. Wer ist schon West Ham United? Das wird ein ganz ekliges Spiel, glaube ich. Die Spielart von denen liegt uns so gar nicht. Das muss man aussagen. Weil die spielen eigentlich wie mir. Fußballer, ja, aber, die werden, aber hinten nur dicht und mit Carraro nach vorne. Ja, aber die werden jetzt diesmal, jetzt zumindest jetzt in der heutigen Partie, glaube ich, werden sie das Spiel probieren zu machen. Und da liegt unsere Chance. Ja. Also, was ich nicht so ganz verstehe, warum wir nicht das Auswärtsspiel in Camp Nou austragen, aber naja, gut. Gut, ja. Vor allem 3000 Karte, das ist natürlich, ich bin mal gespannt. Also, aber ich befürchte, ja, ich hoffe, es bleibt ruhig, sagen wir es mal so, denn was ich so mitgekriegt habe, sind wirklich ein paar mehr als die 3000 in London. Ah ja, du. London ist eine schöne Stadt. Also. Ja, gut. Ah ja, komm. Also. Ja, ich finde London auch eine tolle Stadt. Unologen, aber es wäre jetzt, sagen wir mal, deshalb ist auch so, war bei mir die Sache, ja, ich war, wenn ich eine Karte kriege, ich habe jetzt keine Karte bekommen, also fahre ich nicht, weil London jetzt nicht so für mich das Ausflugsziel ist, weil ich schon so oft auch da war. Also, das meinte ich jetzt nicht so. Ja, aber doch, du,
wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, warum es jetzt da ausgerechnet zur Randale kommen sollte oder zur Ausschreitung kommen sollte. Naja, wenn viele wirklich am Eingang abgewiesen werden. Guck mal, die Kölner bei Arsenal damals, da hat es auch recht heftig geknallt am Eingang. Ja, aber auch da muss ich natürlich sagen, nach dem Barcelona-Spiel wurde es, glaube ich, 2 Tage später von West Ham United offiziell auch schon gesagt. Ja. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, mehr als dass es offiziell ankündigen, können sie ja auch nicht. Also, ja. Und ich gehe auch davon aus, dass die Engländer, wenn sie es ankündigen, auch leider gnadenlos durchgreifen werden. Haben sie damals in Chelsea, also bei Chelsea im Halbfinale waren auch sehr, sehr restriktiv durchgegriffen. So, und deswegen. Beziehungsweise waren da auch noch so ein paar Pecksmieschen immer auf der Tribüne. So, und deswegen, also wenn man das alles so mit einbezieht und einkalkuliert, dann hoffe ich einfach, dass dann die, die abgewiesen werden, das einfach auch so nehmen, wie es offiziell angekündigt wurde, und dann ist gut. Also, ja, dann geht lieber in einen Pub und guckt euch das Spiel im Fernsehen an. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja auch die Überlegung, wie gesagt, wenn es jetzt nicht London gewesen wäre, die ich dann auch gemacht hätte, einfach hinfahren und dann gucken, was geht. Wenn nichts geht, guckst du es dir halt im Pub an oder vorm Stadion. Das ist ja der Vorteil von englischen Stadien. Man kann auch ganz gut vorm Stadion noch Arbeit machen, dass man es innen drin hört. So. Deswegen, also den Punkt sehe ich jetzt wirklich so, oder will ich auch nicht sehen, weil am Ende des Tages geht es auch ein bisschen um die Außendarstellung von unserem Verein. Ja, deshalb hoffe ich, dass es friedlich bleibt. Und deswegen ab und zu mal die Lampen anschalten und dann ist gut. Und spielerisch muss ich sagen, hoffe ich natürlich, dass West Ham das Spiel machen wird. Das wird uns in die Karten spielen und dass wir mit vollem Elan dann da einsteigen und vielleicht mit einem Unentschieden oder Sieg nach Hause kommen. Ja, Unentschieden. Ja. Also sagen wir mal so, ich habe vor West Ham also auch im Heimspiel äußerst regiert, weil dann, wenn die sich hinten reinstellen, das können sie sehr, sehr gut und schnell kontern. Das würde unser Spiel machen daheim. Gucke auf die Liga. Also sagen wir mal so, mein Optimaltraumverlauf wäre natürlich, dass wir heute Abend gewinnen. Weil dann ist auch West Ham in der Bringschuld in Frankfurt und dann kannst du unser Spiel wieder durchziehen mit den 48.000 Fanatikern im Rücken. Das heißt, also dann sieht es gar nicht schlecht aus für Sevilla. So süß, dass du schon in Sevilla bist. Ich bin geistig schon in Sevilla. Nein. Ich mach mir echt so, natürlich irgendwo, ich sag dir ganz ehrlich, das ist jetzt dann natürlich wirklich Fanseele. Weißt du, du haust Barcelona raus und scheiterst dann an West Ham United. Also irgendwie, das kann und darf eigentlich nicht sein. Ja, gut, aber wenn du dir, die finanziellen Mittel von West Ham anschaust, dann darf das trotzdem leider sein. Naja, also deshalb. Also, aber also die zwei Dildo-Verkäufer haben ganz schön Geld in den Verein gesteckt. Ja, wie gesagt, ist auch keine schlechte Truppe. Also das sollte man auch sich nicht von diesem 7. Tabellenplatz täuschen lassen in England. Ja, guck doch einfach mal, wie nah sie aber dran sind an den internationalen Rängen. Also. Ja, deshalb, also. Deswegen. Und auch da darf man nicht vergessen, die Champions League-Plätze sind für die auch abgefahren. Das heißt natürlich, diese Verlockung über die Euroleague, sich nochmal in die Champions League zu siegen, ist natürlich auch in England vorhanden. Ja, wie viele Vereine wollen die denn noch in der Champions League da haben? Ja, dann wie mir auch 5. Wenn wir es schaffen, sind wir ja auch der 5. Ja gut, aber das ist ja was anderes. Das ist ja also... Ich muss mir ja mal ein bisschen Angst und Schrecken in die Champions League verbreiten. Also das muss ich jetzt ehrlich sagen, wie ich die Stimmung am Dienstag bei der City gehört habe, habe ich auch gedacht, puh, die haben ja komplett mittlerweile eingestellt, überhaupt mal was zu machen. Ja, gut. Also, so, ich weiß nicht, wie weit du dich da schon für Fußball interessiert hast, aber wenn ich an meine Jugendzeiten denke, was da in England die Tribünen stimmungstechnisch gebrannt haben. Und wenn du das heute siehst, da ist auch wirklich nicht viel übrig geblieben. Ja, aber im Vergleich zu deiner Jugendzeit war die Fankultur in England aber auch eine andere. Ja, also, das muss man ganz klar sagen. Das darf man auch nicht vergessen.
Ich meine, das haben wir alle, glaube ich, mitverfolgen dürfen, als Manchester United damals die neuen Eigner bekommen haben, gab es ja wirklich einen Fanaustritt, den, glaube ich, danach nie wieder ein Verein erlebt hat. Ja. Die sind sogar so weit gegangen, dass sie den Ursprungsverein mit den Ursprungsfarben ja sogar wiederbelebt haben. Ja, ja, also das ist ja so ein ja, ich hätte fast, schon fast interessantes Projekt, wo also auch Fans und Kram ja noch mitreden dürfen über Aufstellung und so weiter. Genau, und das war ja in vielen anderen Vereinen auch nicht anders. Also die Eigentümer, die sich damals den FC Liverpool geholt haben, waren jetzt auch nicht so, dass sich alle darüber gefreut haben. Also, ja gut, zu dem kommt. Und dadurch würde ich sagen, durch diese Kommerzialisierung im Fußball, vor allem auf der Insel, hat sich auch ein bisschen die Fanszene in England natürlich verändert. Ja, die sind in die unteren Ligen abgewandert. Also das ist so. Und deswegen wundert mich das jetzt. Wenn du die Preise. Nee, wundern tut mich auch nicht. Auch einfach, wenn ich die Preise natürlich sehe, die du egal wo mittlerweile bezahlen musst in England, da hast du natürlich dann keine Lust, für 80, 90 Pfund da Halligalli auf den Tribünen zu machen, sondern da möchtest du dann irgendwo doch das Spiel genießen. Oh, ich möchte das Spiel genießen. Ja. Naja, das ist schon was anderes. Es ist halt was anderes. Wie gesagt, wenn du bei uns theoretisch in der Nordwest einen Sitzplatz hast, der Hintern sieht den selten. Aber wie gesagt, der kostet dann halt auch nur 20 Euro und nicht 70 oder 80. Das ist meiner Meinung nach schon ein Unterschied. Keine Ahnung. Ich bin ja seit dem G-Block bin ich ja eigentlich raus. Gute, ich konnte mich weder mit der Commerzbank Arena noch mit dem Deutsche Bank Park in dem Sinne anfreunden. So. Ach gut, da bin ich, obwohl ich auch eher zu den Traditionalisten im Fußball gehöre, ganz ehrlich, Waldstadion 0 Euro, Deutsche Bank Park 9 Millionen Euro. Wie gesagt, die Herren da unten wollen ja auch irgendwo bezahlt werden. Wir Fans fordern immer wieder bessere Spieler, bessere Leistung. Also ein Kompromiss und ein Tod musst du dann halt mal sterben. Ich sage jetzt ganz ehrlich eins, es sind jetzt nicht die Traumnamen fürs Stadion, aber es gibt andere Vereine, die haben es schlimmer getroffen und deshalb, also man kann ja immer noch faninternen Waldstadion dazu sagen, aber das Ding heißt halt offiziell Deutscher Bankpark und bringt dementsprechend der Eintracht Geld in die Kasse und deshalb alles gut. Aus meiner Sicht. Du? Also, aus meiner auch. So. Wie gesagt, ich bin kein Freund dieser Kommerzialisierung, die der Fußball durchläuft, aber es ist nun mal so, wir müssen damit leben und ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Solange wir weiterkommen, ist alles gut. Eben, das ist das Einzige, was wirklich effektiv zählt, dass wir am 18.04. in Sevilla auf dem Rasen stehen. Mehr am 18.04. 18.05. Ja. Dann ist ja mal gut. Komplett verweilt, 18.05., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann. Und wie gesagt, ich hätte also, klar, ich würde, sage ich ganz ehrlich, ich würde mich über ein Duell mit den Rangers ein bisschen mehr freuen, weil halt auch dann auf der Gegenseite mehr los ist. Aber auf der anderen Seite muss man halt als Deutscher auch sagen, ein deutsches Finale in der Euroleague, das wäre doch klasse. Also. Ach du. Am Ende des Tages ist es mir egal, wen wir im Finale schlagen. Bingo. So sehe ich es auch. Gut. Schauen wir nochmal ganz kurz in den grauen Alltag. Und diesmal müssen wir uns leider wirklich mal den grauen Alltag widmen. Denn es stehen ein paar sehr interessante Spiele im Tabellenkeller an. Nachdem ja leider Greuther Fürth jetzt sicher abgestiegen ist, geht es ja jetzt eigentlich nur noch um den 17. und 16. Tabellenplatz. Und da empfängt jetzt am Wochenende Bielefeld natürlich die Hertha. Durch den Sieg der Hertha gegen die Stuttgarter sind die ja schon ein bisschen raus, aber Bielefeld hat eigentlich fast schon einen Siegzwang, wenn du es so siehst. Ja, aber
Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, Magath wird die Welle weiterreiten. Ja, also ich befürchte auch, am Ende wird es die Bielefelder noch erwischen. Also es würde mich nicht wundern, wenn sich nicht viel an der Tabelle mehr tut, aber. Ja, also das ist jetzt so, die haben jetzt so ein Erfolgserlebnis gehabt, die Berliner und die Bielefelder, muss man ja ehrlich sagen, sind ja in einer Negativspirale drin. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Trainerwechsel, den sie da vollzogen haben, der das ins Positive kehrt. Aber deswegen, ja. Tut mir ein bisschen leid, weil ich ja eigentlich so komische Geschichten mag, so wie Fürth oder Bielefeld. Aber ich glaube, das ist jetzt, Bielefeld ist, glaube ich, ist einfach der Ja, wie Drops gesagt, gelutscht. meiner Meinung nach müssen sie gegen Berlin gewinnen, aber wie gesagt, wie du richtig sagst, wenn du das Spiel gegen VfB Stuttgart gesehen hast, das war schon was ganz anderes, wie wenn ich ja noch bei unserem Gastspiel in Berlin denke, da hast du ja gemeint, da stehen 11 lustlose Profis auf dem Rasen, denen das eigentlich vollkommen egal ist, was in Berlin abgeht, aber das hat sich ja dank Magath wirklich extremst geändert. Ja, yeah, da muss man zugeben. Der alte Mann weiß anscheinend, was er tut. Ja, er hat die richtigen Knöpfe gedrückt. Gut, der andere Knopf, der dann da unten mit drin hängt, ist natürlich der VfB Stuttgart. Ja, wenn du das Restprogramm siehst, jetzt daheim gegen Wolfsburg, dann müssen sie nach München und dann im letzten Heimspiel kommt der FC Köln, für die es ja wahrscheinlich in dem Spiel auch noch um die Europapokalplätze geht. Also, puh. Weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, für den VfB, der darf in die Verlängerung. Ja, es sieht jetzt gewaltig nach Relegation aus. Also, Gut. weil, sage ich mal, die Bayern werden ihn trotzdem nicht schenken. Köln wird höchstwahrscheinlich bis zum letzten Spieltag ums internationale Geschäft kämpfen. Das heißt, die werden auch nichts abgeben. Das Einzige, wo sie vielleicht Punkte holen können, ist vielleicht wirklich, wenn man es optimistisch sieht, Wolfsburg. Weil die haben sich ja jetzt endgültig also auch gerettet und für die geht es ja um gar nichts mehr. Mit Weder 37 nach oben noch Punkten nach unten und, passiert gar nichts. Also so deswegen, also das ist vielleicht noch realistisch, dass da ein Dreier drin ist. Ich wüsste jetzt nicht, warum sie gegen die Bayern und gegen Köln, wie gesagt, was holen sollen. Und dann muss man ganz ehrlich sein, dann wird es wohl der Relegationsplatz und dazu stehe ich. Egal, wer dann in der zweiten Liga auf dem dritten da stehen wird, wird es gegen jeden Bundesligist schwer haben. so sehe ich es auch. Wie gesagt, zweite Liga, In deiner der zweiten Prognose. Liga weiß man ja gar nicht, wer den dritten überhaupt haben möchte. Ich wollte gerade sagen, ich gebe auch jetzt keinerlei Prognosen mehr ab, außer vielleicht, dass Sandhausen das Wochenende den Klassenerhalt festmacht. Aber das sollte ich vielleicht auch lassen, weil die haben jetzt jeden da oben geschlagen, weil ich jedes Mal gesagt habe, naja gut, ich spiele nur gegen Sandhausen. Aber jetzt mit dem Heimspiel gegen Schalke können sie es schaffen. Mal gucken. Aus patriotischer Sicht würde ich mich einfach freuen, wenn Darmstadt 98 Erster oder Zweiter wird oder Vierter, weil wenn sie Vierter werden, können sie früher in Urlaub, Dritter, ja. Obwohl, also eine Relegation gegen den VfB hätte natürlich auch was. Ja, aber ich bleibe dabei, auch die würden es nicht schaffen. So. Wahrscheinlich nicht, nee, aber Dann ist früher in Urlaub fahren, glaube ich, rein besser. vom Reiz, das so Südhessen gegen Schwaben, Ah, jetzt kommt's. etwas. Sehe ich dich dann, würde ich dich dann in der Relegation am Böllenfalltor sehen. Nee. Gut. Das lassen wir mal sicherheitshalber. Ich frage ja nur nach, weil eigentlich ist das ja dein Stadion, was die Distanz angeht. Nein. Doch. Ja. Kein anderes Stadion liegt näher zu dir. Warte mal. Oh, da müsste man messen. Wohin willst du denn jetzt messen? Nach Mannheim. Mann, auch. Jetzt kommt er mit dem Drittligisten um die Ecke. Eieiei. Einmal Waldhof, immer Waldhof. Nee, aber ich glaube es sogar, im Endeffekt von mir ist wirklich fast der Waldhof näher als die Lilien. Also
Aber das kann Ja, auch da in der Zentimetersache ausgehen. Also. gut. Für mich ist das nächste Stadion das Waldstadion. Nein. So. Nee, Nein. stimmt. Der Bornheimer Bornheimer Hang. Hang. Aber dann kommt schon das Dann Waldstadion. kommt schon das Waldstadion. Ja, gut, wie gesagt, ist ja, Gott sei Dank muss man sich ja seine Fußballvereine nicht aussuchen nach der Entfernung, von dem man weg ist. Wer teilweise für die Bayern Oh, ist echt blöd. jetzt wo du es sagst, das müsste man auch ausrechnen. Es könnte sogar sein, dass nach dem Bornheimer Hang ein anderes Stadion am nächsten zu mir liegt, von dort, wo ich wohne. Das auf der anderen Main-Seite? Ja. Nee, glaube ich nicht. Oder? Wohl. Puh, könnte eng werden, aber wie gesagt, Gott sei Dank muss man ja sich nicht seinen Fußballverein nach dem entfernten Stadion aussuchen. So, egal. Das könnte gefährlich werden. So, jetzt komm. Nach den Ja. schlechten Gedanken möchte ich mich jetzt auf das Spiel heute Abend konzentrieren. Konzentrieren. So. Gut. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz mit ihr mal in die dritte gucken, aber das lassen wir dann halt. Beziehungsweise, wie gesagt, Freitagabend ist eigentlich der Kracher Braunschweig gegen Magdeburg. Geht natürlich für die Was ist das an Magdeburger. der Kamera? Magdeburg ist aufgestiegen. Magdeburg ist aufgestiegen, ja, und natürlich könnte Braunschweig mit dem Sieg wieder an Kaiserslautern vorbeiziehen und sich den zweiten Platz zurückholen. Tja. Und mit einer Niederlage wäre die Chance nochmal für Osnabrück und 60 beim eigenen Sieg dran zu kommen. Also schon eine interessante Partie. Also. Tja. Wolltest du nicht mit irgendjemandem in Magdeburg ein Interview führen? Habe ich mit dem Kapitän. Wie war er so pegeltechnisch? Wie gesagt, ich habe es nur schriftlich hingeschickt an den Pressesprecher. Oh. Mal schauen, was zurückkommt. Wie gesagt, es ist ja dasselbe. Ich warte ja auch noch auf unsere Rückmeldung von den Löwen. Aber ich glaube, das wird auch erst nächste Woche was werden. Die haben jetzt erstmal gestern fröhlich gefeiert. Ja, und dann geht es morgen schon wieder fröhlich weiter. Naja, Deshalb. man muss die Beste feiern, wie sie fallen. Eben deshalb kein, aber wie gesagt, wir werden da nochmal was bekommen. Aber ich kann dir halt nicht sagen, wann. Aber schauen wir mal. Gut, dann, ihr Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 9 Uhr geht's los. Alle da einfach die Daumen drücken. Und natürlich auch den Leipzigern. Sind ja nicht so parteiisch. Nein, doch, wir sind parteiisch. Also alle da einfach die Daumen drücken. Und ja, wir hören uns dann am Montag in der Telco. Mal gucken, was sich noch so übers Wochenende ergibt. Stehen ja auch da noch in etlichen Sportarten ein paar Entscheidungen an. Werden wir bestimmt dann auch mal drüber reden. Ansonsten schönes Wochenende. Und wie gesagt, genießt heute Abend das Spiel. Und bis Montag. Macht's gut. Ciao.